Und zwar, und ich sag euch, das ist heute Freestyle. Ich habe alles hier im Kopf, das werde ich euch erzählen. Schaut mal, es ist wirklich krass, was zurzeit passiert ist. Der Kongress in den Vereinigten Staaten redet darüber, dass UFOs wohl unter Wasser leben sollen, beziehungsweise Aliens unter Wasser leben sollen. Ich guck mal, ob wir da ein Video finden. Gerade passiert, Aliens existieren, die neue UFO-Anhörung. UFO unter Wasser. Und es gab immer wieder mal Videos von so außerirdischen Flugobjekten, die so boom, ins Wasser rein fliegen. Wir schauen mal. Warte, hat er nicht? Mach dich schlau, ein Video darüber gemacht. Wollt ihr wieder die KI-Stimme? Und es sind. Okay. Nee. Ja, ihr könnt euch aussuchen. KI-Stimme oder Dingens hier. Wie heißt der? Wie heißt denn der Bruder? Nein, wir machen KI-Stimme. KI, alles gut. Also, ihr wisst, was ich damit meine. UFOs und Aliens sind völlig real. Und nimmt man die Zeugen während der UAP-Anhörung ernst, so gibt es tatsächlich auch Beweise dafür. Beweise, die zwar noch nicht vorgelegt worden sind, dennoch aber existieren. Wir schauen uns heute die beeindruckendsten Aussagen aus der UFO-Anhörung vom Mittwoch an, ob die Wahrheit tatsächlich ans Licht gebracht wurde und warum nicht nur die Zeugen überzeugt sind, dass sich eine nichtmenschliche Intelligenz hier auf der Erde befindet. Wie immer direkt nach dem Intro. Sehr schön. Meine Lieben, viele von euch haben mich gebeten, die Bruder hat das erste Mal Seiten auf Null. Beziehungsweise auf drei, glaube ich, ne? Aussagen vom Mittwoch noch einmal ein wenig zusammenzufassen und etwas einzuordnen. Ja? Und natürlich mache ich das auch. Und wir steigen heute auch direkt ein, ohne viel drumherum. Dazu habe ich euch aus drei verschiedenen Artikeln einen eigenen kleinen Text zusammengefasst, der das alles sehr, sehr ordentlich zusammenfasst und uns am Ende zu den Tatsachenberichten eines direkt nach der Anhörung veröffentlichten Dokuments führt. Ich muss euch mal was zeigen. Ich habe einen Ordner auf meinem PC. Dieser Ordner, ne? Das ist der Ahu-Sharmuta-Ordner. Schaut euch mal an, was da alles drin ist. Geheimdokumente, Videomaterial. Dokumente aus verschiedenen Ländern, Australien zum Beispiel. Also hier ist Hot Shit drin. FBI-Files. Bro, darf ich das überhaupt öffnen on Stream? CIA-Files. Bro, wir haben hier Hot Shit. Was ist das? Army UFOs PDF? Also das von Black World, okay. Auf jeden Fall, der Ordner, den kann ich euch tatsächlich zur Verfügung stellen. Den habe ich hochgeladen. Das ist tatsächlich, guck mal, ich zeige euch das nur mal kurz. Der Ordner hat 18,1 Gigabyte. Da können wir auch noch ein bisschen was finden. Wir gucken gleich mal noch mal so ein bisschen rein und ich check mal, was davon wichtig sein könnte. Wir schauen jetzt mal weiter. Da fangen wir wie immer von vorne an. Und zwar mit der Zusammenfassung der Zeugenaussagen. Und also für die es nicht verstanden haben, er fasst gerade so ein bisschen zusammen, was im Kongress besprochen wurde. Wenn ich weiß, was ein Kongress ist in den Vereinigten Staaten beispielsweise einfach ein Zusammenschluss von Menschen, die über ein Thema diskutieren. Das ist ein Kongress. Unter eidesstaatlichen Erklärungen und auf Schwur und so weiter erklären sie, dass das, was sie erzählen, nichts als die Wahrheit ist. Aber wir schauen jetzt mal, was er da zusammengefasst hat. So. Einer kleinen Einführung. So heißt es dort. Für uns als Herausgeber löste das Publikum eine Erwartungshaltung aus, die in vielen Themen nicht erfüllt wurde, die aber dennoch ein historisch... Guck mal, ich sag euch, bevor wir jetzt weitergucken, Mrs. Luna, Mr. Timmons, ich sag euch, bevor wir das jetzt weitergucken, ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Kongresse, die seit einem Jahr ungefähr laufen oder seit zwei Jahren, ja, wo immer wieder über UFOs geredet wird, ne, immer merkt ihr, dass das so schrittchenweise ist? Es wird immer wieder ein bisschen was erzählt. Ein bisschen was erzählt, dann wird geguckt, wie die breite Masse darauf reagiert, dann wird wieder ein bisschen was erzählt. Merkt ihr das? Versteht ihr das? Habt ihr euch nie die Frage gestellt, warum auf einmal gibt es einen Kongress, wo die Leute über Aliens reden? Checkt ihr? Es ergibt gar keinen Sinn. Die Amerikaner haben, seit ich sie kenne, immer alles geheim gehalten. Geheim, geheim, geheim. Auf einmal machen sie Kongresse, wo sie über Aliens reden und das Step by Step und das kommt dann auch noch in die Nachrichten in Deutschland, in jedem Land in den Nachrichten, dass dieser Kongress stattgefunden hat. Für mich persönlich ist das eine Vorbereitung. Die wollen schauen, wie wir auf gewisse Themen reagieren, lassen immer nur stückchenweise was frei. Beim letzten Mal war es gibt UFOs. Ja, es sind UFOs. Okay, ist bestätigt. Jetzt auf einmal, die leben unter Wasser. Jetzt kommt auf einmal, wir hatten Kontakt zu
Lebewesen, die nicht menschlich sind. Es geht immer so besser, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Bruder, wenn du was leaken willst, leak doch bei dem ersten Kongress alles. Warum Step by Step und so auch noch so etappenweise, dass das immer cooler wird, so weißt du, immer spannender wird. Für mich persönlich ist das ein Aufbau einer großen Inszenierung, die irgendwann stattfinden wird. Wir wissen ja alle, dass Project Bluebeam keine Erfindung von mir ist, sondern ein tatsächlich reales, existierendes Dokument, ja, der sogenannten Majestic 12. Das war eine Gruppe von sehr, sehr mächtigen Männern. Nicht mächtig, weil sie in der Politik waren, sondern mächtig, weil sie große Geschäftsmänner waren, die sich dem angenommen haben, an so etwas zu forschen. Und da gab es dann auch den Plan, irgendwann mal eine UFO-Invasion zu faken mit Hologrammtechnologien. Und in dem bestehenden Hologramm, welches im Himmel ist, sollte dann ein wirkliches Flugzeug drin sein, was dann Laser oder Raketen auf die Erde schießen könnte, im Fall der Fälle. Ihr müsst euch das nur so vorstellen. Stellt euch mal vor, es sind UFOs am Himmel und die sagen uns, ihr müsst alle in euren Häusern bleiben, dann kann euch nichts passieren. Was machst du? Du bleibst natürlich im Haus. Aber was ist, wenn das nur Hologramme sind? Das wäre der größte Bluff der gesamten Menschheit. Wie kommt man auf sowas? Crazy. Ja, Bruder, das ist nicht von mir. Das ist ein tatsächlich existierendes Dokument, was damals geleakt wurde. Das wurde vom Insider in den Briefkasten eines Whistleblowers gesteckt. Und das wurde auch dann geprüft erstmal, weil die gesagt haben, Bro, das ist doch alles Verarsche, dies, das. Es ist bestätigt gewesen, diese Fake-Invasion. Aber die Frage ist, warum bereitet man uns jetzt so auf UFOs und Aliens vor? Viele sagen ja, dass 2024 noch so ein Ereignis geschehen soll mit Aliens am Himmel, die wir dann sehen, oder UFOs, ja. Aber wiederum ist die Zeitspanne, die noch offen ist, ein bisschen kurz. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr passieren wird, aber ich merke, dass dieses Thema UFOs und Aliens gerade in den Medien größer gemacht wird, beziehungsweise publik gemacht wird, sodass es ganz normal ist. Und ich merke auch, dass die Medien das zulassen. Normalerweise wird solch heikle Informationen werden ja normalerweise vom CIA kontrolliert und niemals freigegeben, ja. Oder von anderen hohen Gruppen. Aber hier wird es bewusst in unsere Gehirne implementiert. Fällt euch das auf? Eins in den Chat. Wenn ihr sagt, ey, mir fällt es wirklich auf, dass hier tatsächlich diese Kacke in unser Gehirn projiziert werden soll. Wir glauben jetzt daran, dass die da sind. Wieso glauben wir das? Und jetzt schauen wir uns mal an, was in dem letzten Kongress, also der zuletzt stattgefunden hat, vor, ich glaube, am 4.11. oder 8.11. war das. Jetzt hören wir uns mal an, was da Neues besprochen wurde. ...einen Meilenstein darstellt. Natürlich werden bei einem solch wichtigen Ereignis immer unwiderlegbare Beweise erwartet. Dies war aber nicht so. Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass nordamerikanische Parlamentarier zunehmend verärgert über die Haltung der Exekutive und des Militärs sind, da sie sich ausgeschlossen fühlen und ihre Aufsichtsfunktion über alle Militärprogramme einfach ignoriert werden. Sie werden zum Narren gehalten. Die Frage, ob intelligentes außerirdisches Leben uns hier auf der Erde besucht und ob die Regierung dies alles vertuscht, ist nicht mehr länger ein Thema, das ausschließlich Verschwörungstheoretikern zur Debatte steht. Wer hat eben gesagt, dass das so rüberkommt, als ob das alles Schauspieler sind? Ich schwöre, mir kommt es genauso vor. Und nimmt man es genau so, wurde während der UAP-Anhörung dann doch bestätigt, dass UFOs und Aliens auf der Erde völlig real sind. Danke. Was immer sie auch sind und von wem auch immer sie geflogen werden. Am Mittwoch machten neue Zeugen während einer gemeinsamen Anhörung im US-Kongress Aussagen, die zeigen, dass es ein Phänomen gibt, das sich nicht mit irdischer Technologie erklären lässt. Ein Fakt, der bei vielen Zuschauern etwas untergegangen ist. In ihrer Eröffnungsrede erklärte Nancy Mace, eine der Vorsitzenden, warum eine weitere Anhörung notwendig sei. Nämlich, und so sagt sie es, um Transparenz von der Exekutive und den Geheimdiensten einzufordern, die seit langem sensible Informationen über UFOs zurückhalten. In Bezug auf das Verteidigungsministerium sagte Mace, dass der Ruf der Organisation kein Vertrauen in der Öffentlichkeit erweckt. Und so sagte sie dort auch im Zitat, die Realität ist, dass die Transparenz des Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste trotz des enormen aus Steuergeldern finanzierten Budgets lange Zeit sehr miserabel war. Glenn Grothman, der zweite Vorsitzende, fügte hinzu, wir können nicht vor dem... Bro, ich dachte gerade, dieser Glenn Grossman hatte einen Unbekannten davonlaufen. Einen ganz dubiosen Bart. Guck mal,
Alle, die hinter dem Disclosure stehen, schießen aber extrem gegen den Deep State, die das geheim halten. Nein, Bruder, es ist alles inszeniert. Vertrau mir, ich, beziehungsweise, was heißt vertrau mir? Du kannst mir nicht vertrauen. Ich habe das Gefühl, es ist alles inszeniert. Ich glaube, ja, alles cool, Anna. Ich glaube, die schießen gegen den Deep State im Sinne von, die wissen, wie viel die schießen können. Verstehst du? Der Deep State, so wie er existiert oder wie wir denken, dass er existiert, hat nie so existiert. Der Deep State ist nicht nur die, die du als böse siehst, auch die du als gut siehst. Beispielsweise Donald Trump könnte, Elon Musk könnte vom Deep State sein und wir würden es niemals merken, weil wir die als gut sehen. Und genau das ist ja auch das, was gemacht wird. Es werden Leute platziert, bewusst, die wir dann als gut sehen und sagen, ja, Mann, guck mal, der redet so offen und so weiter und der ist für uns. Wir sollen ja das Gefühl kriegen, dass die für uns sind, dass die das Beste für uns wollen. Verstehst du? Und dann kommt irgendwann die Bombe. Also im metaphorischen Sinne. Wenn so viel auf dem Spiel steht. Controlled Opposition. Ja. Und nun kommen wir zu den einzelnen Zeugenaussagen. Der ehemalige Konteradmiral Timothy Gallaudet, ein amerikanischer Ozeanograf, der einst amtierender Administrator der NOAA, der National Oceanic and Atmospheric Administration, war, sagte, er habe 2015 bei seiner Arbeit für die Marine die Bestätigung erhalten, dass UFOs völlig real seien. Während einer Übung in jenem Jahr, also 2015, die an der Ostküste stattfand, beschrieb Gallaudet eine E-Mail, die er während seiner Tätigkeit als Chefmeteorologe der US-Marine erhalten hatte. In der E-Mail wurde vor mehreren Beinah-Zusammenstößen in der Luft gewarnt und ein inzwischen freigegebenes Video eines von einem FA-18-Flugzeug der Marine aufgenommenen UAP-Videos hinzugefügt. Ich habe selber Zweifel und Kritik, weil es komisch abläuft, aber Tim Botchett zum Beispiel redet darüber, dass Lockheed Martin schon Reverse Engineering UFOs haben und Bluebeam zum Beispiel, sie auch schon angesprochen, deswegen echt komisch. Guck mal, ich kann mir vorstellen, dass UFOs tatsächlich auf der Erde gefunden wurden, die aber friedlich sind, also die Außerirdischen, ja. Ich kann mir vorstellen, dass die nett und friedlich sind, aber dass es wohl irgendeinen Konflikt mit denen gibt, weil die nicht das machen wollen, was wir sagen und jetzt sollen die als böse dargestellt werden, damit, wenn wir die wirklich sehen sollten, wenn die sich wirklich mal zeigen, wir denken, die sind böse. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen komme ich auch, gleich dazu. Gleich kommt nämlich das Thema, wie kann es sein, dass außerirdische Flugobjekte solche Manöver fliegen können, wo teilweise 2000 bis 3000 G, ihr wisst ja, was G-Kräfte sind, ja? Der Mensch, der normale Mensch in einem Kampfjet kann bis zu 9 G für wenige Sekunden aushalten und dann wird der ohnmächtig. Und die haben Fluggeräte, die mit 2000 bis 3000 G fliegen. Alles, was da drin ist, würde automatisch zerquetscht werden. Ein Alienkörper, ein Menschenkörper, egal was, würde automatisch komplett zerquetscht werden. Ich habe mir letztens Gedanken gemacht und habe mir so gedacht, Bro, jetzt mal for real, ne? Wenn es wirklich Flugobjekte gibt, also wir können ja auch Drohnen herstellen, die diese G-Kräfte aufbauen, ja? 2000 bis 3000 ist, glaube ich, ein bisschen viel, aber die sehr hohe G-Kräfte aufbauen könnten, ne? Ich denke mir so ganze Zeit, wir könnten niemals da drin sein. Vielleicht aber müssen wir gar nicht an den Flugobjekten forschen, sondern wir müssen mehr Geld in die Teleportation forschen, weil es ist bewiesen, dass man heutzutage Quanten teleportieren kann. Du kannst theoretisch 5 kleine Quanten von dem Ort an den Ort teleportieren. Wir Menschen bestehen ja auch aus Quanten im Endeffekt, ja, die einfach nur so zusammengehalten werden durch irgendwelche Frequenzen oder Schwingungen. Und wenn man uns teleportieren würde, würden wir auf der anderen Seite in Matsch oder Blut oder einen Haufen Klumpen Fleisch ankommen. Wir wären tot. Aber was ist, wenn es eine Spezies gibt, die die Teleportation gemeistert hat und die Flugobjekte quasi wie Drohnen sind? Das bedeutet, stellt euch vor, das wäre so, ja? Dann könnten wir ein unbemanntes Flugobjekt in den Weltall schicken, zum Mars, das so schnell fliegen kann wie nichts anderes, das landet auf dem Mars und dann teleportiert es uns dahin. Das heißt, diese Flugobjekte, die wir die ganze Zeit sehen, von diesen Außerirdischen, die gefilmt werden, wo keiner sich erklären kann, boah, wie haben die diese G-Kräfte? Entweder sind die nicht bemannt, sondern nur so wie Drohnen, oder die arbeiten mit Teleportation. Das heißt, die fliegen auf die Erde von irgendwo im Universum und dann, wenn die hier sind, teleportieren die Quanten. Wisst ihr, wie ich meine? Das war so eine Theorie, wo ich mir letztens Gedanken drüber gemacht habe. Ist natürlich alles Hirngespinst, ne? Also
wird wahrscheinlich auf gar keinen Fall so sein. Aber das sind Theorien, die eventuell möglich wären, wenn man über den Tellerrand guckt. Gallaudet sagte aus, dass mit der E-Mail eindeutig befragt werden sollte, ob jemand Kenntnis von geheimen Technologiedemonstrationen habe. Aber am nächsten Tag sei die E-Mail ohne Erklärung aus seinem Posteingang plötzlich verschwunden. Gallaudet beschrieb eine Desinformationskampagne auf hoher Regierungsebene, einschließlich des Pentagon-Büros, alles um UFOs zu untersuchen und Berichte und Whistleblower zu diskreditieren. Dieses Büro, das All Domain Anomaly Resolution Office, also das ARRO, veröffentlichte im März einen Bericht, in dem es hieß, es habe keine Beweise dafür gefunden, dass UAPs außerirdisch seien. Dies stimme jedoch nicht. Gallaudet sagte auch über Satellitenbilder von UFOs oder UAPs aus, die im Jahr 2017 aufgenommen wurden und noch nicht dem Kongress vorgelegt wurden. Er wollte aber nicht verraten, wo das Bild aufgenommen wurde, beschrieb es aber auf Nachfrage als scheibenförmiges Objekt. Auf die Nachfrage, was seiner Meinung nach die beobachteten Objekte sein könnten, sagte Gallaudet: nichtmenschliche höhere Intelligenz. Luis Elizondo, ein ehemaliger Militärgeheimdienstoffizier, der im Oktober 2017 an die Öffentlichkeit ging, nachdem er 10 Jahre lang ein Pentagon-Programm zur Untersuchung von UFO-Sichtungen geleitet hatte, machte noch einmal deutlich, dass ein Großteil seiner Arbeit weiterhin geheim bleibt. Okay. Dies schränke seine Aussagemöglichkeiten massiv ein. In seiner Eröffnungsrede kritisierte Elizondo scharf die Geheimdienste für ihre jahrzehntelange übermäßige Geheimhaltung im Zusammenhang mit UFO-Berichten. Und dann kommt wieder ein Zitat: alles, um die Tatsache zu verbergen, dass wir nicht allein im Kosmos sind. Ich glaube, dass wir als Amerikaner mit der Wahrheit umgehen können. Und ich glaube auch, dass die Welt die Wahrheit verdient, sagte er. Elizondos Bedenken beziehen sich auf die nationale Sicherheit, da ein Großteil der gemeldeten UFO-Aktivitäten... Ey, macht ihr euch auch keine Gedanken darüber, warum die auf einmal alles leaken wollen, aber keinen von dem, was passiert? Man weiß ja, was mit Leuten passiert, die so die Wahrheit sagen wollen, ja? Denen passiert allen gar nicht. Migo, glaubst du, es gibt Planeten, wo Eidechsen reden können? Nein, glaube ich nicht. Man stellt vor, dass wirklich Schauspieler haben, die nichts Besseres zu tun haben. Ja, ja. In der Nähe von Militärstützpunkten und Atomwaffenstandorten stattfanden. Er behauptete auch, dass die USA, wie auch einige andere Länder, über außerirdische Technologie verfügten. Und dann kommt wieder ein Zitat: wenn es sich um Technologie aus einem anderen Land handeln würde, wäre das ein Geheimdienstversagen, das das des 11. September in den Schatten stellen würde. Wie viele schon zuvor ausgesagt haben, wiederholte Elizondo, dass die beobachteten Objekte oft schneller manövrierten als US-Militärflugzeuge. Sie flogen auf eine Weise, die über die Möglichkeiten bekannter menschlicher Technologie hinausgingen. Einer der überzeugendsten Enthüllungen war ein Bericht des Journalisten Michael Schellenberger. Ein zwielichtiges Geheimprogramm, das im Jahr 2017 im Anschluss an einem Artikel der New York Times ins Leben gerufen wurde. Ein weiteres streng geheimes Pentagon-Programm. Schellenberger sagte, dass ihm seine Quellen mitgeteilt haben, dass die Geheimdienste eine riesige Menge an visuellen und anderen Informationen über UAPs sammeln. Und dann kommt wieder ein Zitat, diesmal von Schellenberger: und das machen sie schon seit langer Zeit. Und es sind nicht die verschwommenen Fotos und Videos, die wir erhalten. Diese sind sehr klar und hochauflösend, fügte er hinzu. Auf die Frage, wie viele Bilder oder Videos es sei... Das will ich nochmal sehen, ein hochauflösendes Video von einem Alien oder einem UFO. Nein, antwortete Schellenberger, hunderte, vielleicht tausende. Schellenberger nennt es eine aktive, streng geheime Geheimdienstoperation namens Immaculate Constellation. Er übergab den Gesetzgebern ein Dokument. Okay, das wusste ich nicht. Tim Burchett hat einen Gesetzentwurf gemacht, der Whistleblower jetzt mehr Schutz gibt und der Pilot, was letztens ausgesagt hat, ein Programm gemacht, was privaten Piloten eine Anlaufstelle gibt für Berichte und Sichtungen. Okay, krass, das wusste ich nicht. Dass er als Whistleblower-Bericht bezeichnete.
Schellenberger sagte, das Programm verwende hochwertige und hoch aufgelöste Bilder und andere hochentwickelte Tools, um Daten über UAPs, also UFOs, zu erfassen. Unter Berufung auf den Bericht sagte er, dass ein F-22-Flugzeug, also das modernste Kampfflugzeug der Welt, während einer Patrouille an einem unbekannten Ort und zu einem unbekannten Datum auf mehrere Flugobjekte gestoßen sei. Und dann kommt wieder das Zitat, die F-22 änderte ihre Flugbahn und versuchte zu fliehen, wurde aber von etwa 3 bis 6 UAPs abgefangen und in die Enge getrieben. Er fügte hinzu, dass ihn eine Quelle vor strengen Geheimhaltungskontrollen rund um das Programm gewarnt habe. Ein Punkt, der auch von Mace angesprochen wurde, also die einer der beiden Vorsitzenden. Wir werden da gleich auch noch sehr viel spezifischer auf die Berichte aus dem Dokument kommen, zu dem Immaculation Constellation Programm, die ja kurz nach der Anhörung veröffentlicht worden sind. Und da sind tatsächlich Dinger dabei, die man ja sich kaum vorstellen kann. Kommen wir aber zunächst auf den letzten Zeugen in der Runde zu sprechen, so heißt es dort weiter. Obwohl die NASA im vergangenen September ihren eigenen Bericht über UAPs veröffentlicht hatte, forderte Michael Gold, der frühere Administrator der Raumfahrtbehörde, die Organisation auf, also die NASA dazu auf, sehr viel mehr zu tun. Die Investition der NASA in die UAP-Forschung wäre eine starke Aussage gegenüber der wissenschaftlichen Gemeinschaft, dass UAPs tatsächlich ernst genommen werden sollten, so Gold. Viele UAPs lassen sich oft mit Drohnen oder Wetterereignissen erklären, gab Gold zu. Aber für diese wenigen Berichte, die sich jeder Erklärung entziehen, bestand Gold darauf, dass sie am besten mit Instrumenten erfasst werden könnten, die zur Untersuchung der Phänomene geeignet sind, um sich nicht auf Mobiltelefone oder Kameras im Cockpit von Kampfjets verlassen zu müssen. Für uns Beobachter und Autoren war das letzte Wort der Kongressabgeordneten Mace symbolträchtig. Sie fragte, warum geben wir so viel Geld für etwas aus, das laut dem Militär überhaupt kein Problem darstellt? Diese Aussage zeigt, wie unzufrieden die Politiker mit dem sind, was das Pentagon tut. Wir glauben, dass es sehr bald zu neuen Leaks kommen wird und dass noch sehr viel mehr Whistleblower ans Licht kommen werden. Es kann natürlich auch sein, dass die jetzt langsam Sachen preisgeben, weil die gucken wollen, wie die überhaupt alle drauf reagieren, ne? Und die Schiss haben, die großen Sachen zu leaken. Aber ich glaube eher an die zweite Theorie, die ich euch vorhin aufgezählt habe. Diese zweite UAP-Veranstaltung konnte zwar keine eindeutigen Beweise hervorbringen, scheint aber eines ganz klar gemacht zu haben. Artikel der New York Times ins veröffentlicht hatte, forderte Michael Gold, der frühere Administrator der Raumfahrtbehörde, die Organisation auf, also die NASA dazu auf, sehr viel mehr zu tun. Die Investition der NASA in die UAP-Forschung wäre eine starke Aussage gegenüber der wissenschaftlichen Gemeinschaft, dass UAPs tatsächlich ernst genommen werden sollten, so Gold. Viele UAPs lassen sich oft mit Drohnen oder Wetterereignissen erklären, gab Gold zu. Aber für diese wenigen Berichte, die sich jeder Erklärung entziehen, bestand Gold darauf, dass sie am besten mit Instrumenten erfasst werden könnten, die zur Untersuchung der Phänomene geeignet sind, um sich nicht auf Mobiltelefone oder Kameras im Cockpit von Kampfjets verlassen zu müssen. Für uns Beobachter und Autoren war das letzte Wort der Kongressabgeordneten Mace symbolträchtig. Sie fragte, warum geben wir so viel Geld für etwas aus, das laut dem Militär überhaupt kein Problem darstellt? Diese Aussage zeigt, wie unzufrieden die Politiker mit dem sind, was das Pentagon tut. Wir glauben, dass es sehr bald zu neuen Leaks kommen wird und dass noch sehr viel mehr Whistleblower ans Licht kommen werden. Diese zweite UAP-Veranstaltung konnte zwar keine eindeutigen Beweise hervorbringen, scheint aber eines ganz klar gemacht zu haben. Es existiert eine Technologie auf der Erde, die nicht von uns stammen kann. Da muss noch etwas anderes sein. Ja, da muss noch etwas anderes sein. Und genau das beschreibt uns das von Schellenberger vorgelegte Dokument, das nun auch tatsächlich veröffentlicht wurde, kurz nach der Anhörung. Dort ist die Sprache von gigantischen Objekten, die sich in Wolken verstecken, und von UFOs, die Kampfjets nachgejagt sind.
An dieser Stelle machen wir aber vorerst einen kleinen Cut. Dann habe ich die Zeit, euch das Ganze ein wenig zurechtzuschneiden und euch dann auch hochzuladen und den Akku der Kamera aufzuladen. Ich persönlich glaube, dass wir vorbereitet werden auf etwas. Das Video ist voll alt schon, aber ich weiß nicht, ob das echt ist. Das ist crazy, Digga. Ja, das ist fake, glaube ich auch, aber es ist halt crazy. At first I thought it was a UFO submerging from the surface until. Was ist das? Ich hab voll Schiss vom Meer. I finally realized it's a giant Megalodon shark. Digga. Ich hab so Schiss vor sowas. Das ist auch crazy, ne? Das ist, glaube ich, das crazyste Meerestier, was die jemals gefilmt haben. Guckt euch nur mal an, wie das aussieht, Bruder. Jetzt mal for real. Das kann doch nichts Natürliches sein, Digga. Dann hast du Thalasmophobia. Ja, habe ich auf jeden Fall. Guck mal jetzt, der ändert die Form sogar noch. Man macht sich klein zum Ball. Der ist leider... Guck mal bitte. Bro, willst du mich verarschen? Bro, willst du mich verarschen? Der ist leider in die Strömung der Turbine reingekommen. In die Strömung der Turbine und wurde zerfetzt. Aber Bro, willst du mich verarschen, Digga? Bruder, jetzt weißt du, wo wir LED-Technologie haben. Bruder, wie kann ein Lebewesen leuchten? So allein der Fact, so. Wie kann ein Lebewesen leuchten, Bruder? Hä? Da, jetzt kommt er in die Turbine rein, als er abhauen wollte und wird zerfetzt. Bro, das ist so crazy, Digga. Da, zack, und kaputt. Bro, das ist so crazy. Das sind Lebewesen, die kannst du dir nicht vorstellen. Es gibt solche krassen Seeungeheuer. Das hier ist echt. Das ist tatsächlich eine echte Aufnahme. Da haben die es eingefangen, die Amerikaner. Das Objekt, was über die Meere fliegt. Das ist so crazy, Bro. Keiner weiß, was es ist. Manchmal denke ich mir auch so, vielleicht sind das Tiere... Vielleicht sind das auch Tiere, von dessen Existenz wir nichts wissen, die irgendwie so eine metallige oder steinige Mantelform haben, weißt du, wie ich meine? Guck mal, es gab einen Vorfall in der Sowjetunion, das war im sogenannten Baikalsee in Sibirien. Das ist so einer der tiefsten Seen der Welt. Oder warte mal, ich frage mal ChatGPT direkt. Der Baikalsee, ist das einer der tiefsten Seen der Welt oder ist das sogar der tiefste See der Welt? Warte mal. Der Baikalsee in Sibirien, Russland, ist der tiefste See der Welt. Seine maximale Tiefe beträgt etwa 1642 Meter. Außerdem ist er der älteste Süßwassersee der Welt, ca. 25 Millionen Jahre alt, und enthält etwa 20% des gesamten flüssigen Süßwassers der Erde. Der Baikalsee-Vorfall. Ich könnte das euch jetzt selber erzählen oder wir könnten ein Video darüber gucken. Was ist euch lieber? Wir haben ja nämlich 2-3 Videos. Weil das ist auch... Wenn das stimmt, ist das einer der Beweise dafür, dass wir außerirdisches, intelligentes, humanoides Leben unter Wasser haben. Soll ich selber erzählen? Okay, ich erzähle euch das so aus meiner Erinnerung. Der Baikalsee ist der tiefste See der Welt und dort haben alte Sowjets eine Militärübung gemacht. Das waren, glaube ich, 5 bis 8 Männer und die sollten tauchen und sollten ganz tief unter den Meeren Übungen machen, ja, so Militärübungen. Und die sind dann ganz tief getaucht und auf einmal taucht vor deren Augen ein Wesen auf, ein humanoides Wesen. Und das Wesen sieht so aus wie ein Mensch, lange, aber ist halt größer. Die haben es beschrieben, so dass es so fast 2,50 Meter oder so war, riesengroß. Und dieses Wesen hat Hände, Beine, Füße, aber der Kopf ist in so einem Ding drin, was wie ein Helm aussieht, okay? Ich zeige euch mal ungefähr, hier ist eine Illustration, ich zeige euch das mal ungefähr, wie das aussah, damit ihr das sehen könnt. Also die Leute sagen, das sah ungefähr so aus. So sahen diese Wesen aus. Solche Wesen sind auf einmal vor denen aufgetaucht, ja? Und die Militärs hatten dann Schiss bekommen und haben aber versucht, weil die gemerkt haben, dass die so ja normal sind und nicht direkt weg abhauen, haben die versucht, einen einzufangen mit so einem Netz, mit so einem Militärnetz. Und der hätte dann so eine Handbewegung gemacht und da kam dann wie so ein Schuss, wie so eine Druckwelle, ja, und hat die Militärs so nach hinten geschubst und nach oben wieder in die Luft, also in den Himmel.
ne? Und das Krasse ist, die haben so Panik bekommen, dass die hochgegangen sind. Und die sind so schnell nach oben, dass drei von denen, glaube ich, gestorben sind, weil die den Druckausgleich nicht machen konnten und zu viel Druck hatten. Und keiner weiß bis heute, was das für Wesen waren. Und der Baikalsee-Vorfall, von wann ist der? Ich frage mal ganz kurz. Von wann ist der Baikalsee-Vorfall? 1982. Erkläre mir mal detailliert, was dort passiert ist. Am Baikalsee-Vorfall mit den Wesen unter Wasser. Wir hören uns das mal kurz trotzdem an. Der Baikalsee-Vorfall ist eine der mysteriösesten Geschichten aus der Sowjetzeit und spielt sich 1982 während einer Militäroperation ab. Hier ist eine detaillierte Beschreibung dessen, was angeblich geschah. Der Vorfall. Eine Einheit sowjetischer Taucher Amma der Marine führte in den Tiefen des Baikalsees Trainingsmissionen durch. Während ihrer Expedition in einer Tiefe von etwa 50 Metern stießen sie Berichten zufolge auf humanoide Kreaturen, die als schwimmende Wesen beschrieben wurden. Diese Wesen sollen etwa 3 Meter groß gewesen sein, silbrig glänzende Anzüge getragen haben, keinerlei Atemgeräte benutzt haben, sich mit unglaublicher Geschwindigkeit und Leichtigkeit unter Wasser bewegt haben. Die Taucher waren überrascht und beschlossen, die Wesen einzufangen, um sie zu untersuchen. Das missglückte Fangmanöver. Als die Taucher versuchten, eines der Wesen mit einem Netz zu fangen, wurden sie von einer unbekannten Kraft zurückgeschleudert. Kurz darauf geschah das Unfassbare. Ein gewaltiger Unterwasserstoß schleuderte mehrere Taucher an die Oberfläche, obwohl sie sich in großer Tiefe befanden. Dies führte bei den betroffenen Tauchern zu Dekompressionskrankheit, einer gefährlichen Erkrankung, die entsteht, wenn der Körper zu schnell von hohem Druck auf niedrigen Druck übergeht. Die Folgen. Von den 7 Tauchern, die an der Mission beteiligt waren, starben 3 sofort an den Folgen der Dekompression. Die überlebenden Taucher litten an schweren Verletzungen und berichteten, dass die Wesen nicht aggressiv schienen, sondern eher abwehrend reagierten. Scheingeheimhaltung durch die Sowjetunion. Die Berichte über diesen Vorfall wurden streng geheim gehalten. Sie kamen erst nach dem Zerfall der Sowjetunion an die Öffentlichkeit, als ehemalige Offiziere und Angehörige der Marine darüber sprachen. Diese Berichte wurden später mit anderen mysteriösen Phänomenen rund um den Baikalsee in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel unidentifizierten Flugobjekten, UFOs, seltsamen Lichtkugeln über dem See und unerklärlichen Störungen von elektronischen Geräten. Spekulationen und Theorien. Aliens. Viele glauben, dass es sich bei den Wesen um außerirdische Besucher gehandelt haben könnte, die in einer Unterwasserbasis im Baikalsee lebten. Zweit, unbekannte Spezies. Einige spekulieren, dass diese Wesen eine unbekannte Spezies sein könnten, die in den extremen Tiefen des Sees existiert. Dritt, Legenden. Lokale Mythen der Burjaten, einer indigenen Bevölkerung um den Baikalsee, sprechen von Wassergöttern und mächtigen Kreaturen, die den See beschützen. 4. Fiktion. Skeptiker behaupten, die Geschichte sei eine Mischung aus Übertreibung und Seemannsgarn, inspiriert von militärischen Übungen und der Fantasie der Beteiligten. Bis heute gibt es keine harten Beweise für den Vorfall oder die Existenz der beschriebenen Wesen. Dennoch bleibt der Baikalsee ein mysteriöser Ort, umgeben von Legenden, Mythen und unerklärlichen Phänomenen. Das ist crazy. Hört sich nach Cap an. Nee, Bruder, guck mal, ich sag dir was. 1982 hatte keiner Interesse dran, irgendwie Cap zu machen. Da gab es auch noch nicht so eine coole Jugend wie heute, die gesagt hat, Cap. Da war alles serious, Bruder, zu der Zeit. Da war die Jugendliche waren schon Männer. Da gibt's keinen, der irgendwas für Instagram oder TikTok oder so macht, Bruder. 1980. Das ist andere Zeiten. Das ist 10 Jahre, bevor ich geboren bin. Überleg mal. 1982, ja, 8 Jahre. Und der Vorfall, der hat existiert. So, der ist real, ne? Und das ist nicht das erste Mal, dass Außerirdische unter Wasser geglaubt wird, dass die unter Wasser leben. So, weißt du, wie ich meine? Ich sag euch ehrlich, ich persönlich glaube nicht daran, dass Außerirdische unter Wasser leben, sondern ich kann mir vorstellen, dass Außerirdische die Weltmeere benutzen wie eine Art Autobahn. Es hört sich jetzt crazy an, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich kann mir vorstellen, dass diese Weltmeere wie so eine Autobahn genutzt werden, um ins Erdinnere zu kommen. Guck mal, das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass es Zivilisationen im Erdinneren gibt, weil diese Zivilisationen werden in fast jeder Kultur und jedem Glauben beschrieben. Diese Wesen im Erdinneren, die dort leben. Und ich glaube, dass die Weltmeere einfach so einen Zugang bieten, weil es gab einen Mann. Und ich frage jetzt ChatGPT, vielleicht weiß ChatGPT, wie das ist. Es gab einen Mann, der war Tiefseetaucher mit Maske und alles, ne, mit Ausrüstung. Und der hat irgendwo unter Wasser einen See gefunden. Das hört sich jetzt bescheuert an.
aber der war unter Wasser und hat einen See gefunden, wo der seine Hand reintun konnte. Und der hat die Aufnahmen gemacht und das veröffentlicht. Und der Mann ist dann sehr mysteriös gestorben. Und das ist halt sehr crazy. Ja, der war das. Guck mal, die sind unter Wasser, ja. In this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off, and as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. It was insane. I've never seen anything like it. Die konnten quasi nicht da durch. Das war wie so eine Barriere. Vielleicht erkläre ich das auch falsch, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Da muss ich nochmal richtig reingehen. Es gibt so viele Stories von Inner Earth-Lebewesen und Aliens. Irgendwer muss ja dran sein, ja. Dein Kollege, genau. Er sagt, auf dem Heimweg von spätnachts auf der Mosel ein UFO aussteigen sehen. Das glühte auf und war von Null auf Lichtgeschwindigkeit weg, ohne Geräusche zu machen. Okay, crazy. Wo hat er das gesehen? Aus der Mosel kam das raus. Okay. Die Mosel ist mit 544 Kilometer Mosel in Koblenz. Okay. Hier aus der Mosel quasi. Das ist crazy. Also ich kann mir vorstellen tatsächlich, aufgrund des Salzgehalts kommen die nicht durch. Siehe Totes Meer, da schwimmt man automatisch oben wegen dem Salzgehalt. Ja, okay, das kann natürlich sein, ne? Weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Die Kommunikation und für Unterwasserlebewesen muss doch ultra krass sein. Die können nämlich das Wasser als Datenübermittlungstransportlinie benutzen. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt wirklich viele Menschen, die damit geforscht haben. Es gibt einen zum Beispiel, der daran geforscht hat, mit Beluga-Walen hat der Forschung gemacht. Der hat mit Beluga-Walen Forschung gemacht und guck mal, jetzt kommt das Krasse. Der hat mit Beluga-Walen geforscht und war der festen Überzeugung, dass die seine Gedanken lesen können, wenn er will. Und er hatte einen Kollegen, der hat gesagt, Bro, bist du bescheuert? Und dann hat der Kollege von ihm aber ein Haus am See gehabt oder am Meer. Und da hat er gesagt, kann ich in dein Haus für 2 Wochen wohnen? Ich möchte an einer Sache forschen. Und der Typ hat dann gesagt, Bro, ja, kannst du, aber was willst du machen? Und dann meinte er, ich möchte, da gibt es nämlich Wale und ich möchte mit denen Kontakt aufnehmen. Bruder, wenn so einer zu dir kommt, ein Kollege, der sagt, ich möchte mit Walen Kontakt aufnehmen, dann denkst du natürlich in erster Linie, bist du bescheuert, Digga? Und der hat da so lange dran geforscht und hat dann gesagt, okay, ich habe alles gemacht. Morgen um die Uhrzeit werden die Wale kommen. Ich habe das Signal rausgesendet, dass die morgen um die Uhrzeit kommen sollen und so, ne? Und der Typ meinte dann so, okay, crazy. Am nächsten Morgen wird er wach und der Typ hat einfach eine Glatze, obwohl der lange Haare hatte. Und dann sagt er so, Bro, ist alles in Ordnung mit dir? Und dann meint er, ja, wir werden heute ans Wasser gehen. Dann geht er ans Wasser, Bruder, und dann kommen da so 10 Wale. Von allen Seiten kommen Wale und machen die Köpfe so aus dem Wasser und gucken ihn an. Bro, das Ding, ne, ich sag euch, wie es ist, das ist so crazy, die Geschichte. Ich muss es jetzt mal finden, damit ihr das auch seht. Wie heißt die Geschichte von dem Mann, der mit Beluga-Walen geforscht hat und dann bei seinem Kollegen in die Wohnung eingezogen ist für eine Zeit, wo er näher am Wasser war und er seinem Kollegen dann gesagt hat, ey, ich werde die Wale hier hinrufen, bla bla bla. Der Kollege hat ihm nicht geglaubt und dann am Ende sind die Wale tatsächlich dorthin gekommen. Hört sich hart nach Paul. Nee, es war real. Die haben das sogar gefilmt. Es war real, es war nicht Paul Langer. Meeresbiologe Dr. Paul Spong in den 1970er Jahren. Dr. Paul Spong. Er war sogar ein Doktor, Digga. Ihr müsst euch auch mal die Frage stellen, warum soll ein Doktor so viel Langeweile haben und sowas machen? Wisst ihr, wie ich meine? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Doktor zu viel Freizeit hat und sagt, ja, machen wir mal heute Späßchen. Oh. Did y'all know that it's 100% illegal to try? Okay. Jetzt. Try to communicate with dolphins at your local. Wusstet ihr, dass es 100% illegal ist, zu versuchen, mit Delfinen zu kommunizieren? Was labert der, Digga? Oh. Did y'all know that it's 100% illegal to try to communicate with dolphins at your local nearby beach? Did you know that if you get caught doing this, you can get fined up to $100,000 or sent to jail for up to a year? Now, the video clip I'm about to show you is for entertainment purposes only. I repeat, entertainment purposes only. And it has me raising eyebrows on what's the real reason why they've made it illegal to try to communicate with dolphins. Use your own discernment, comment below, but let's discuss it. This video you're about to watch is quite an eyebrow raiser. Dr. Paul Spong was trained in a college to
be a whale trainer. And he became the whale trainer at the Vancouver Zoo. And he started training his killer whale there. But then after the killer, after about a year, he began to realize that the whale was training him. It became real obvious to him. He says, wait a minute. Oh. The whale's actually, you know, having more influence on his life than he's having on that one. And the whale got him to tell him about all the whales that were being killed all over the world and started to influence him to stop the whaling in the world. So what did he do? He started Greenpeace. He was the founder of Greenpeace. He got the six people together. It's one table, which I got to introduce with each one of these people, and got them to go out and start this movement. And he went out on the ships, and he'd been arrested like 100 times. He'd go out these ships and just start shutting down everything. And they'd arrest him, trying to get him stopped. And they did. They eventually got to stop the whaling in I don't know how many countries. There's like lots and lots of countries that Greenpeace has stopped all of this on. And one day he came to me and he said, the whales told him, he says that he believed that he was in direct communication with them telepathically, that he could just talk to them. He could tell them in his head to do any of the things that he wanted them to do in the water, and they would just do it. And he got to the place where he was, he just knew that it was just like talking. And they told him that there was no such thing as an individual whale or an individual dolphin in the world, that they were really cells in a larger body of consciousness. And that communication occurred, that all there had to be, if there was a dolphin, there only needed to be another dolphin within a 1,000-mile radius. And that dolphin could communicate to the whole through that one. In other words, they did have a 1,000-mile limit in their communication. And this whale wanted to prove this to him. He says, I will prove to you that this is true. So he asked me if he could have my house. I had a house in 450 miles inland on this place called Kootenai Lake. And he says, can I borrow your house for the winter? So I gave it to him. And he went in, and he was going to set up a sensory deprivation tank to float in there to get still enough to be able to make the communication, but he never even put it together. And so I came back a few months later, 3 or 4 months later, and he had removed a few walls of my house. It was a funny feeling, I'll tell you. And he had put these windows there that weren't there before and things. It was really beautiful, but it was shocking. And he had still not made contact. He said, I need more time. And I said, well, okay. So, but I was there, you know, so we were all living together. Him and his wife was living there, and me and my wife were living there, and my kids. And about 2 weeks later, he used to have, though, if anybody, who knows Dr. Paul Spahn? You know Paul Spahn? Yeah. He's got kind of short hair now, and he looks very kind of professional-like. But he used to have really long hair and a really long beard in those days. And he came into the room one morning after about 2 weeks, and he had shaved his beard off on one side of his head and cut the hair short on one side of his head. Crazy. And I said to Paul, I know something's up. I'm sure of it. He says, yeah, I made contact last night. And he says, I'm sure that I did. I did it. He says, they told me that I was going to be a large influence in the world in all of this, and that I had to look respectable. He says, so today is my transition day. So for that day, he walked around half and half, and the next day he shaved off the other side. And what they told him was, is the way they were going to prove it was, he said that he was to go to this bay north of Vancouver, a very specific spot, and he was to go there with video equipment and everything so that he could prove what was about to happen. And he was to tell his people, he had a whole group of people that worked with him, he was to tell them what was to happen so that there would be like no backing out of this whole thing. And that on a certain day, at a certain time, which I think was 12 noon, a certain day,
all the whales, of which there were about 100 of them, of a certain species, would come into this bay, would swim up to the shoreline, lift out of the water, and look him in the eyes. And that's exactly what happened. Das ist crazy. Hunderte von Walen, verschiedene Walarten, ich dachte, es waren nur Beluga-Wale, sind aus dem Wasser gekommen und haben ihn einfach nur angeguckt, Digga. He went up there with about 30 people and they put their microphones in the water and everything and they sat around and they waited for this time. And sure enough, all these whales came swimming up the shore, lifted out and looked him in the eyes. And obviously he was never the same. Da gab es ein Video, ich finde es aber nicht mehr. And he's been totally been merged into whale research ever since then. And on his own, not using through the governments or anything else like he did. Ich würde mal interessieren, ob der noch lebt. Wie hieß denn der nochmal? Dr. Paul. Lebt Dr. Paul Spong noch? Dr. Paul geboren. Ja doch, der lebt noch, Digga. Crazy. Ja, es gibt viele solcher Begegnungen und viele solcher Dinge, die sehr unerklärlich scheinen für uns. Aber wir werden, glaube ich, nie wissen, was da dran ist. So, wir schauen mal das Video ganz kurz. Wir schauen mal das Video, was ich euch zeigen wollte. Die Joe Rogan Experience. Bist du Jeremy? Ich bin mir sicher, dass du es kennst. Die Aufnahmen der mexikanischen Luftwaffe. Ja, ja, sehr wohl. Okay, ist ein bisschen Trash. Okay, auf jeden Fall geht es darum, dass er sich ausgetauscht hat mit den Piloten, die UFOs gesehen haben, die in die Meere reingeflogen sind, beziehungsweise die ins Meer reinfliegen konnten. Und davon gibt es mittlerweile so viele Berichte, dass man das nicht mehr verleugnen kann, laut ihm. Ich persönlich sage euch, ich glaube, wie schon gesagt, dass es ein Erdinneres gibt. Es gibt viele Formen von Völkern, die davon erzählen, dass sie Kontakt ins Erdinnere haben. Vor allem gibt es Wesen, die sagen, dass die im Untergrund leben würden, in Höhlen und so weiter und so fort. Und ich bin der festen Überzeugung, du kommst über die Meere, würdest du es schaffen, an solche Orte zu kommen. Und was auch noch krasses Video. Es gibt ein Video, Bro, hört jetzt genau zu. In dem Video, was ich euch jetzt zeige, reden die mit so einem brasilianischen Urvolk. Die sehen wirklich so aus, hier, so. Wie die Indianer, ja? Und die zeigen dem brasilianischen Urvolk, die sagen, wisst ihr, was Aliens sind? Und die sagen, nein, was ist das? Aliens, Außerirdische und so, ne? Dann sagen die, nein, bla bla. Und dann zeigen die denen ein Bild von einem Alien und dann sagen die, ah, das ist der und der. Und dann sagen die, wie, das ist der und der? Ja, das sind die, die leben unter der Erde und so. Richtig crazy, Bruder, guck mal. E alienígena não tem? Como? Alienígena. Alienígena? Alien, was ist das? Essa palavra você nunca ouviu falar, alienígena. Alienígena, não. Die sagen, was ist das? Keine Ahnung. Und dann zeigen die denen ein Bild und dann sagt er, this is called Miyoshibo. Chama-se Miyoshibo. Isso aqui? Sim. Mankunawabu. Mankunawabu. Sério? Mankunawabu. Mankunawabu é um que mora debaixo da terra. Ei, das sind die, die im Untergrund leben, sagt er. Falei, esse aí. Que se virou formiga, hoje que nós chamamos Una. Que é uma formiga grande, chama-se Mankunawabu. Que essa formiga também é perigoso, né? Diese Rasse ist sehr, sehr gefährlich, sagen die. As pessoa fica mexendo. This person is messing with it too much. Com ela demais. Achso, wenn man sich mit denen messen will, dann sind die gefährlich. Ela leva o espírito da pessoa para debaixo da terra também. Cara, pra voltar tem que ser pajé bem bom. São seres que podem aparecer em luz divina, com a luz do Nishipan. São seres que vocês, a gente pode ter o contato, que moram debaixo da terra. E alienígena não tem. Bro, crazy. Die zeigen denen erstmal, die sagen erstmal, wisst ihr, was Aliens sind? Die sagen nein. Und dann sagen die, habt ihr sowas schon mal gesehen? Dann sagen die, das ist der und der. Die leben im Untergrund. Für mich persönlich, ja. Und wo ist der Ort? Keine Ahnung. Es gibt viele Orte aber auch, das muss man dazu sagen, die geleakt wurden schon, ja, wo Leute gesagt haben, da in dem Tunnel findest du das und das und das, Lebewesen, die da drin sind, bla 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 bla. Und das Krasse ist, es gibt viele, die dann an diese Orte gegangen sind und einfach verschwunden sind. Diese Stämme haben meinen Respekt irgendwie, die haben nichts mit dem normalen System zu tun. Ja, hundertprozentig. Das sind doch die Gewinner am Ende des Tages, glaub mir mal. Soll ich dir was verraten? Wenn die Welt untergeht, Atombomben, Stromausfall, Internet weg, dies, das, ne? Die sind die Einzigen, für die sich nichts verändert. Ohne Strom, kein Problem, die leben weiter. Die wissen, wie sie leben. Die sind die Einzigen, für die sich nichts verändert. Wir sind die, die am Arsch... Wir sind dann in solchen Momenten die, die am Arsch sind. Das ist ein Fact. Das ist einfach ein Fact. Guck mal, das ist auch...
so eine krasse Aufnahme. Und glaubt mir oder glaubt mir nicht, ich vermute, die ist sogar authentisch. Das ist crazy. Ich persönlich glaube, zu deiner Frage, ich persönlich glaube, dass diese Wesen sich diesen Urvölkern offenbaren, weil die Urvölker damit umgehen können. Wir sind komplett indoktriniert von all dem, was uns gesagt wird in den Medien. Und wenn diese Wesen Kontakt aufgenommen haben zu Regierungsbeamten wie Donald Trump oder anderen Präsidenten oder so, ich glaube, dass uns das Ganze dann ein wenig verschwiegen wird, wenn du verstehst, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass schon viele etwas gesehen, gehört oder über UFOs, Aliens und so weiter wissen, aber ganz bewusst die Medien so gelenkt werden, dass wir nichts davon erfahren, beziehungsweise nur das erfahren, was wir erfahren sollen. Das ist mein persönlicher Gedanke. Jeder kann das natürlich sehen, wie er will. Was wirklich dahinter steckt, werden wir, glaube ich, nie erfahren, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend.